Hey Leute, damit willkommen zurück zu Life After Death. Ich hab's endlich geschafft. So, wir haben... Da haben wir einen Schlüssel. Den zweiten Schlüssel. Ja, ja, für die Medizin. So. Und den dritten Schlüssel kriege ich jetzt, weil ich habe den Wäschekorb aufheben können. Yay! Guck mal hier. So, das war die dritte Aufgabe. Es ging die ganze Zeit nicht. Ich hab's jetzt viermal nachgespielt. Und jetzt plötzlich konnte ich den Wäschekorb nehmen, nachdem ich auch den Entwickler angeschrieben habe. Vielleicht haben sie es einfach gefixt. Weiß es nicht. Sie haben ja auch nicht geantwortet. Sehr gut. Aber jetzt können wir alle drei Türen aufschließen. Das Spiel wird immer besser. Ja, es ist halt wieder so ein kleines Indie-Ein-Mann-Projekt. Da kann man halt nicht meckern. Ja doch, kann man schon. Sollte man vielleicht auch. Aber ist ja auch egal. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir wieder im Keller, wo wir ja hier schon die ganze Zeit waren. Im Spiel. Hallo. Mach die Taschenlampe an, bitte. Ah, gut, dass ich den Vorschlaghammer schon gefunden hatte. Da war Oma. Spielen wir jetzt Jenga oder was? Ja, noch ein Stück von der Erinnerung. Ehrlich. Das wird jetzt eigentlich nur noch eins von der Videokassette, oder? Lass doch mal die... Taschenlampe. Schon frech. Hallo. Was soll ich jetzt machen? Ich bin das nicht mit der Lampe. Ich mach's nur immer wieder an, übrigens. Hab das schon gemerkt, ne? Der Sicherungskasten ist auch weg. Oma? Was ist wieder Quatsch hier? Soll ich jetzt nochmal runtergehen, um irgendwas zu triggern? Ich hau dir den Schädel ein, ich sag's dir. Hallo? Ach, komm mal da. Alles rot. Rot ist gruselig, nicht vergessen. Habe ich nicht erfunden. Das ist so. Das ist feststehendes Gesetz im Indie-Game-Horror-Genre. Ah gut, machen wir die Augen mal zu. Ich muss schon wieder die Batterie auf... Ich finde es ganz cool, aber My Childhood Feels. Es hat halt so ein paar Flaws. Was ich nicht wirklich gruselig finde. Das war mir ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Oh, das Telefon. Oh, das Telefon ist wichtig. Mann, Oma! War nicht so ein Scheiß hier. Da passiert gar nichts. Ist auch noch ganz verpixelt. Animals. Rotes Licht. Überall. Geht gar nicht. Geht auf. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie charmant. Ich sag jetzt nicht, es ist ein sehr gutes Spiel, aber es gefällt mir irgendwie. Oh, die Schublade geht wieder nicht auf. Muss ich wieder was finden, um es aufzubrechen? Schon wieder, oder? Antibiotics. Oh nein, der Hund. Kennt ihr den Meme-Hund? Der so traurig guckt, so. Hat mich irgendwie ein bisschen dran erinnert. Der dicke Hund, na? Oma, magst du nicht, ne? Was habe ich gesagt? Das Kreuz fällt früher oder später noch ab.
Okay. Okay, das geht gar nicht. Hier war vorher aber keine Tür. Kann man wenigstens mal machen, wieder das Telefon auflegen, ne? Das gehört sich so, finde ich. Meine Kindheitsängste. Was sind da die Kindheitsängste? Schlechtes Essen? Früh ins Bett gehen? Fand ich auch mal schlecht. Früh ins Bett gehen? Oh, das war mein Horror. Am liebsten gar nicht schlafen. Jo, und jetzt? Will ich mich wieder schlafen legen? Jetzt oder nicht? Oma! Oh. Hör auf! Oh Mann, ey. Ja, gehen wir wieder in den Keller, ne? Ist ja immer dasselbe. Es ist so dunkel aber auch wieder. Ach, schau mal an, wo wir sind. Wird so. Wetten, sie geht nicht mehr auf jetzt? Oh doch, sie geht noch auf. Aber hier, ich erinnere mich, wie meine Schwester und ich Spaß hatten und im Hinterhof spielten. Wir sprangen herum auf dem Spielplatz, aßen Eis, ja, nicht Ice Cream. Das waren wundervolle Tage. Diese Momente sind in meiner Erinnerung für lange Zeit geprägt worden. Ja, und Oma macht jetzt alles zunichte. Erschrägen Art. Tut mir leid, Oma, ich wollte dich nicht nackig sehen. Was ist denn mit dem? Das Pixelwasser? Lass ich dich mal in Ruhe. Oh, ey. Ich wollte dich nicht beim Pixelbaden stören. Oma. Ja, sie ist etwas verrückt geworden auf ihre alten Tage. Frisst jetzt kleine Tiere. Ja, die Dritten haben noch Power, ne? Aber wieder die Wäsche. Jesse. Ich hätte dich gerne in der Abteilung für Biologie und Biomedizin in der Universität von Michigan. Wir brauchen deine Antwort bitte bis zum 15. Juli. Bitte akzeptiere unsere Glückwünsche. Die Universität von Michigan. Ja. Mystery of the Children's Room. Was war das denn? Mystery. Ja, Horror of the Children's Room. Dress it up on Dolly. Die Puppe anziehen, ja? Die Oma draußen mit dem Chopper lang. Was? Die Familie, der Glücklichkeit der Familie meiner Eltern, wenn man es so nennen kann. Was? Wurde immer schöner jedes Jahr.
Das mit jedem Jahr, das verging. Mein Vater, ne, wurde immer, hat immer weiter abgebaut, so aggravated. Mit jedem weiteren Jahr. Der Vater oder mein Vater unter dem Einfluss von Alkohol und dem Stress auf der Arbeit schlug immer mehr nach unserer Mutter oder wurde immer übergriffiger unserer Mutter gegenüber. Das war unerträglich für meine Schwester und mich, um das zu sehen. Ein weiterer Kampf, noch Gefluche, ein Schrei, plötzlich setzt sich Stille ein. Mein Vater mit verwässerten Augen rennt aus der Küche und zieht meine Schwester und mich ins Auto. Gwen bricht aus und rennt davon. Und mein Vater schubst mich ins Auto und wir gehen einfach. Er hat einfach die Kinder entführen wollen und unsere Schwester ist entkommen. Im vollbesoffenen Kopf. Was ein Arsch. Help Sister. Jesse, Help Sister. Gwen's Diary. Ein Foto, ey. Aber ich habe schon schnell gemacht, die Maus. Die ist schon auf 3. Digga, ist nicht drin. Kann's ja auch nicht gehen, das Teil. Time to die. Hallo, wer klopft denn hier die ganze... Ich hasse sowas, ne? Das ist eine alte Puppe. Unsere Großmutter hat sie uns gegeben. Wo sind ihre Augen und ihr Kleid? Ja, wo sind denn ihre Augen? Ich geh mal kurz auf Augensuche. Bringt nix. Was? Was? Lights on, no obstructions. Licht da an. Oh, hi. Dreckspuppen, ne? Dankeschön. Es hilft, das Wasser anzustellen. Ich kenne eure Augen. Ah, oh, ist das widerlich. Oh, was hast du da im Nacken? Ein Strichcode? Ist sie der Hitman in Wirklichkeit? Großvater war das bestimmt. Was Pixelwasser aus hier, ha? Bisschen Detail? Ich hab doch den Hahn gefunden, Alter, dieses Pixelwasser. Ja, okay, was fehlt mir denn für ein Detail, bitte? Was Neues? Nicht wirklich. Piep. Hey, alt Zippen.
Hier, was fehlt mir noch? Irgendwas fehlt mir noch, um das Wasser abzustellen. Oh, der Keller ist wieder auf. Wop, 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 wop. Aha. Wie kann ich jetzt das Wasser abstellen, oder wie? Pixelwasser. Was? Ich verstehe es leider nicht. Dieses Echo. So. Und du? Ah, da ist ein Auge. You need it. Und ein Auge. Jojo. Ich glaube, der Puppe, hey. So, aber wenn ich jetzt das andere Auge. Offensichtlich brauche ich ja zwei. Okay, da war eine Ratte drin. Ach, hier ist ja auch noch Wasser. Oh Mann. Und hier habe ich den Griff für bekommen, für das Waschbecken. Da ist ein Auge. You'll need it. Na toll. Habe ich beide Augen jetzt für die Puppe? Großartig. Habe ich schon mal gehört, danke. Und jetzt? Entweder sagt sie Jess oder Jess. Oh, die Puppe ist weg. Na, sowas aber auch. Oh. Help Sister. Habe ich gemacht. Ich habe meiner Puppe aka Schwester geholfen. Was mache ich jetzt? Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ich wusste, hier ist der Schnipsel jetzt. Teil 4 deiner Erinnerung. Oh, warte. Jetzt zu früh. Das hieß live. Oh wow, die Puppen. Help Sister. Call Grandmother. Oh, jetzt kleine ekelhafte Puppe. Nicht raten. Oh. Woanders, auch nicht im Wohnzimmer.
Es ist live. Please wait. Wir waren gespannt jetzt. Okay. Verdammt, es gibt keine Batterie für die Taschenlampe. Ach. Es ist so düster. Ich brauche einen Schlüssel. Boah, ist das eklig. Hey, ich habe einen Schlüssel gefunden. Taschenlampe. Ups. Es ist zu dunkel. Ich muss das Licht anstellen. Oh. Er hat aufgehört. Was? Er kann. Also das Herz hat aufgehört zu schlagen. Er kann etwa 4 Minuten noch leben ohne. Adrenalin. Kompressor? Was? Was soll ich denn tun? Hier. Need to connect the hose. Press mouse. Geht nicht. Ah, jetzt. Und jetzt? Defibrillator. Das Teil, wo ist er? Wo ist der Defi? Keine Ahnung, wo soll denn der Defibrillator sein? Nicht der hier? Oh. Die Atemmaschine läuft schon mal. Ich habe nur noch 2 Minuten. Was? Ich weiß doch nicht, was ich machen soll hier. Ja, jetzt stirbt er halt, aber... Oh ne, warte, da ist ein Pad für den Defibrillator. Und hier noch eins. Defi, Defi, Defi. Ich hab doch das Pad hier. Da. Ja, great Doctor. Und weg. 200. Ach komm. Hab ich hier gerettet, Jesse? Also uns? Ich hab's geschafft. Bin schon ein geiler Doktor, ne? Ich hätte gern morgen mein Diplom.
Medizin 1x1. Oh nein. Was ist da passiert? Ich erinnere mich an alles. All das, was passiert ist, war meine Kindheit, die Ängste meiner Kindheit, die ich in meinem Kopf hatte, mein ganzes Leben lang. Ich bin so froh, dass ich sie losgeworden bin. Jetzt kann ich ein neues Leben anfangen. Im Unfall, in dem mein Vater und ich verwickelt waren, ist er gestorben. Später habe ich von Gwen erfahren, dass meine Mutter durch die ganzen Streits sehr gelitten hat und sich in Behandlung begeben hat. Es geht ihr jetzt besser. Gwen, also sie ist auf dem Weg der Besserung und Gwen und ich werden sie bald besuchen. Später habe ich erfahren, dass ich für 3 Monate in einem Koma gelegen habe. Jeden Tag ist die Hoffnung gewichen, dass ich wieder Bewusstsein erlange. Aber Gwen hat mich an mich geglaubt und ich habe gefühlt, dass sie mich unterstützt und mich nicht aufgibt. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Aber wir waren jetzt nicht der Typ mit dem Bart auf dem Tisch, oder? Weil das wäre total unlogisch. Da waren wir ja schon ein erwachsener Mann. Willkommen im Paradies. Danke fürs Spielen. Das war's. Ja, das war Life After Death, Leute. Ja, war okay. War okay, würde ich sagen. Gut. Müssen wir uns nicht noch mehr geben? Ja, alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich werde ein bisschen was rausgeschnitten haben. Keine Ahnung. War halt wieder... Nun ja. Auf jeden Fall. Abgeschlossen. Nächstes Projekt darf kommen. Ich danke euch fürs Bewerten, fürs Kommentieren. Und natürlich weiter viel Spaß beim Gruseln. Ich bin der Bruger. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss.